Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, oi, was war das denn jetzt für. Wahrscheinlich wegen dem Wal, für einen Ruckler. Ja, den will ich jetzt noch haben. Die Kiste da hinten, den Fass meine ich. So. Nein, das wird nicht. Komm, ich will den haben. Ja, den haben wir. So. Wir wollten jetzt schauen, wie wir. Hä, jetzt bist du wieder da hinten. Ich raff es nicht mit dem. Aber wir nähern uns dem. Das heißt, wir müssten eigentlich in diese Richtung. Ich will jetzt wirklich wissen, was das ist. 3, 1, 5, 8. Und was ist der grüne Punkt? Ist wieder eine andere Insel wahrscheinlich. Ich will jetzt wissen, was das da hinten ist, das blaue. So, wir haben wieder aber keine Planken. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder Planken kriegen. Oh, und das ist jetzt gelb geworden. Können wir sehen, wie viel der jetzt hat? Ah, okay. Dann packen wir den wieder rein. Das heißt, der ist ein bisschen verbraucht. Wir müssen aber sehr, sehr sparsam damit sein, weil ich jetzt auch nicht zu viele Batterien haben will. Und ich hoffe, wir kommen da auch vernünftig an, wo wir hinwollen. Wir nähern uns dem auf jeden Fall. Ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wie lange es dauert, bis wir dort sind. Vielleicht müssen wir den doch noch ein bisschen mehr drehen. Bisschen mehr so. Können wir auch erstmal das Plastik hier wieder reintun? Wo haben wir das da? Dass wir zumindest ein bisschen Plastik hier auf Vorrat haben. Hier die Kartoffeln nehmen wir auch erstmal wieder runter. Und fangen mal an, die Rüben hier zu brutzeln. Dann schnabulieren wir die hier mal. So. Den haben wir jetzt. Geil, wir haben Palmenblätter und Steine. Und noch mehr Palmenblätter. Niemand will die Palmenblätter haben. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Und viel bauen können wir jetzt auch erstmal nicht. Obwohl wir könnten hier schon mal das Ding hier machen. Nein, warte, wie drehen wir den nochmal? Genau, erstmal spiegeln. So, Z. So war das, genau. Dann haben wir das Stück schon mal. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Fässer übersehen. Das wäre jetzt echt doof. Dahin kommt wieder einer. Aber wir kommen dem schon ein gutes Stück näher. So. Tewa-Tagebuche. So. Hier, Radioturm 3158. Also wir kommen dem schon. Also das ist ein Radioturm, wo wir jetzt hinfahren. Ich bin gespannt, was wir da kriegen. So, die Kiste wollen wir auf jeden Fall. So. Ich hoffe, den Fass kriegen wir so. Komm, ein bisschen noch. Ja, nice. Geil. Und jetzt den da. Ich hoffe, den erwischen wir. Ja, nice. Ah, geil. So viele Palmblätter, ey. Wunderschön. Nein, daneben.
Jo, da wieder, fast da wieder, fast da wieder zwei. Ich habe mich jetzt deswegen erschrocken. Was ist das denn? Habe ich mir gedacht. So. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt. Ah, und da geht wieder die Sonne auf. Auch wunderschön, finde ich. Ja, nice, den haben wir gekriegt. Ich habe die Befürchtung, wegen den beiden Fässern da links müssen wir gleich wieder ins Wasser springen. Ich habe die Befürchtung, wir müssen jetzt gleich ins Wasser springen, um die beiden zu kriegen. Nee, müssen wir nicht. Oh, was war das denn wieder für ein Ruckler? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. So, wie weit müssen wir noch? 946 Meter. Aber ich hoffe, wir kommen da an. Wir wissen, was das ist. Nur noch ein bisschen hier hin. Und. So. Okay, Plastik haben wir auch noch mitgenommen. Ist in Ordnung. Können wir jetzt die Palmblätter mal wegschmeißen? Haben wir zu viele? Steine können wir wegschmeißen. Ah, und wir haben wieder zwei Kartoffeln. So, dann können wir. Ah, Seile haben wir wieder voll. Das haben wir hier. Schrott können wir auch erstmal hier hinpacken. Und hier das Essen. Ne, falsch. Kokosnüsse hier hin. Die Rüben packen wir mal hier hin. Die Kartoffeln hier hin. Dann würde ich sagen, wir bauen noch mal kurz hier aus. Wieder auf den hier, genau. Dann machen wir hier das. Wenn wir mal treffen. Ja. So. Ah, es wird schon. Es wird schon. Was ist das da? Ist das ein Floß? Das ist ein Floß. Ah, bis zu dem schaffen wir es nicht. Na, muss sie vielleicht ein bisschen mehr so? Ja. Muss sie ein bisschen so. Ein bisschen an die Seite gehen. Hallo Boris. Ah, der Boris ist schon ein sympathischer Dude, muss man sagen. Der Einzige, der irgendwie bei mir hier bleibt. Ist irgendwie schon traurig. Hä? Ich muss in die Richtung jetzt. Okay, sanftes Drehen. Dann machen wir mal so. Jetzt schade um die Fässer, aber. Wenn er da hinten jetzt ist. Jetzt kommt, es ist das Floß, wo wir hin müssen. So, den haben wir noch. Den kriegen wir aber nicht mehr. Oder? Ich hoffe. Ja, doch, wir haben ihn gekriegt. Nice. So, dann. Diesmal nur ein Palmblatt, aber dafür vier Steine. Wenn es jetzt das Floß ist. Ne, ich glaube, das Floß ist zu nah dran. Ich glaube nicht, dass das hier so 700 Meter sind oder was auch immer das jetzt da sein sollte. Also, dann können wir hier nochmal so machen. Und dann damit hier. So.
Plastik können wir auch schon mal wieder einlagern. Und das Schrott auch. Ja, mehr Plastik brauchen wir erstmal nicht. Dann lassen wir das erstmal bei 20. Die Seile. Nee, falsche Kiste. Haben wir auch voll. Dann können wir den Rest auch erstmal wegschmeißen. Ui, da ist ein Fass. Den müssen wir kriegen. Komm. Ja, nice. Am Palmblatt vorbei erstmal. So. Nee, ich glaube nicht, dass das Floß ist, oder? Wir müssen jetzt mehr in die Richtung. Aber ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Nein, den kriegen wir nicht. Vielleicht so? Ja, okay, ein paar Palmblätter kriegen wir auch noch. Toll. So viele Palmblätter. Wow. Wow. Was ein Schatz. So, wie viel hat er noch? Ah, der hat noch mehr als genug. Ja, ich finde es jetzt schade, dass wir den Floß nicht mehr kriegen, aber ist dann halt so. Und dann essen wir jetzt noch mal eben ganz schnell. Und trinkt noch mal die Kokosnüsse. So. Einen Haken werden wir auch noch wieder bald einen neuen brauchen. Ah, dahinter ist auch noch, kommt wieder eine neue Insel an. Tschüss, Nachbar. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eigentlich gebrauchen können? Nee, Farbe haben wir jede Menge. Aber jetzt schon das Floß hier, beziehungsweise das Schiff hier zu färben, wäre, glaube ich, schon ein bisschen früh. Können wir vielleicht ein andermal machen, ein bisschen später. Farbe haben wir zwar. Wir hatten hier doch Dingens. So, zum eine Farbmühle. Die können wir trotzdem schon mal irgendwo platzieren. Vielleicht hier schon mal. Die packen wir mal hier hin. Dann haben wir in der Kiste zumindest ein bisschen Platz. Hier auch noch jede Menge Rezepte. Davon haben wir zwei. Das heißt, den können wir dann wegschmeißen. So, wo müssen wir jetzt hin? Wie weit? Müsste gleich schon irgendwo da sein. Ich hoffe, den sehen wir gleich. Ich glaube, man erkennt da schon sogar ein bisschen was. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Nicht runterfallen. Gibt es hier sowas wie ein Fernglas oder so? Das wäre geil. Wenn es hier ein Fernglas gäbe. Wir sind auch schon 45 Tage am Surviven hier. Und wir sind auch nicht mehr auf der normalen Route. Wir müssten hier auch langsam so Wände machen und so weiter. Würde ich auch schon feiern, wenn wir das machen würden.
Dann haben wir unten schon mal auch den Aufbau planen können und so. Ich will aber erstmal das Deck hier fertig haben. Diese Etage. Zumindest, dass wir hier überall Boden haben. Dass wir hier nicht einfach mal so laufen können und dann, hupsi, bin runtergefallen. Dann würde ich unten anfangen, die Baupläne. Die, den Aufbau zu bauen. Ja. Bin echt gut in Deutsch heute. Wieder mal. Vor allem, jetzt kommt auch kein Müll mehr an. 300 Meter. Der müsste gleich schon irgendwo da zu sehen sein. Irgendwo im Horizont. Ich glaube, wir sehen den da schon. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er wirklich. Ich setze den mal gerade. Ah, und da kommt jetzt endlich mal auch wieder ein bisschen Müll. Ja, das ist er. Alter. So, das ist jetzt unsere erste richtige Story-Insel, sage ich jetzt mal so. In Anführungszeichen Insel. Super. Wie ich hier runterfalle. Das heißt, wir müssten mal unser Inventar leer machen. Von Gegenständen, die wir hier auf Tasche haben. So, dann hier packen wir mal das Schrott hier rein. Planke tun wir auch mal hier rein. Ach komm, die Sperre, glaube ich, brauchen wir nicht. Die Angel packen wir mal hier rein. Die Becher haben wir auch nie genutzt. Also hatten wir schon genutzt. Ich glaube, Axt brauchen wir auch nicht. Aber ich lasse sie trotzdem mal auf Tasche. Obwohl, den Müll will ich noch einsammeln. Denn fast zumindest. Der eine Palmblatt, der war es wert. So, ich hoffe, die Kiste kriegen wir. Ja, nice. Ah, es sieht schon. Alter, der hat so ein Stromding da. Hier, wie heißen die Dinger nochmal? So eine, nicht Windmühle. Wie heißen die? Boah, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber. Boah, das feiere ich jetzt, dass der das hat. Ich hoffe, wir können die Dinger auch mal bauen. So. Nein! Oh, genau bei Boris ins Maul geflogen. Das war jetzt echt phänomenal. So. Da müssen wir hin. Ja, komm schon. Du musst da hin. Ist mir egal, dass du dahin fahren willst. Ich will dahin. Ich hasse das Ding gerade. Wenn ich jetzt wegen dem Wind mich davon mehr entferne oder nicht dahin komme, dann anker ich hier und dann schwimme ich einfach so darüber. Ja, wir entfernen uns. Dann setzen wir mal den Anker. Dann müssen wir halt blöderweise am Boris vorbei. So, ne, doch, davon haben wir jetzt mehr als genug. Das kann dahin. So.
Wo haben wir die Kiste? Da haben wir sie. Machen wir hier nochmal Taschen leer. So, wir haben wieder 8 Planken. Ist auch schon nice. Und das eine Seil können wir auch mal wieder wegschmeißen. Du gehst mir auf den Sack. Wo ist Boris? Da ist Boris. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Wo ist Boris? Da kommt schon Boris. Von hier kommen wir da nicht dran. Ah. Da ist eine Tür. Sogar offen. Ich schaue mal, ob wir vielleicht da rein können. December 12th. We stopped for the night. Owl climbed the tower. Radio still works, apparently. Should be 2 weeks before we reach Celine, but the team's not responding. You might say things are a bit tense. The other facilities are underwater, so if Celine is lost, we've got nothing. And now Sparrow's not talking to either of us. I really hope we're not the last hope for humanity. Hallo, ich will hier durch. Gibt's keinen anderen Weg hier? Hoch? Da drauf? Irgendwie? Irgendwo? Und hier komme ich nicht da hoch. Doch! So komme ich hoch. Nice! Sorry, dass ich vorhin nichts gesagt habe, aber ich wollte das schon durchlesen und auch hören. Was haben wir hier? Hinweis aufnehmen. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Celine got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this place. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Wir nehmen erstmal alles mit. Aber auch interessante Namen haben die Sparrow, keine Ahnung. Ich habe Celine hier eine. So, was steht denn da? Robbie Bart's gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Also, es gibt hier definitiv noch Menschen irgendwo. Da waren wir schon drin. Hier geht's hoch. Boah, ich finde das gerade echt geil hier. Boah, Metallbarren wieder. Nice. Geht's hier noch irgendwie weiter? Von da geht's weiter. Okay. Nicht hier runterspringen. So, dann hier hoch. Tugboat won't be back. C1. Was haben wir hier? Bauplan Stirnlampe aufnehmen. Du kannst jetzt erforschen Stirnlampe. Was? Geil. Stirnlampen. Hinweis. Eules Funkgerät. 22. December. Distress call received. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February. Sparrows come. At Celine.
6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child. 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Okay. Die hat jetzt hier mehrere neue Orte aufgezählt. Warte mal, das müssen wir uns mal ansehen. Hier, welche hat die jetzt gesagt? Tangaroa City, Celine ist vielleicht ein Ort, Varuna Point, Utopia. Ich glaube, das sind 4 neue Orte, die wir vielleicht irgendwie finden können. So, jetzt müssen wir erstmal... Können wir da rein irgendwie? Nee, in den können wir nicht. Aber da drinnen war ja irgendwo eine Treppe, die nach oben führt. Wo waren die nochmal? Ich glaube, hier war sie, ne? Ja, hier. Ich bin jetzt gespannt, was wir noch hier für neue Baupläne finden. Müssen wir jetzt ernsthaft darüber und da hochspringen? Ui. Ach, haben wir geschafft. Okay, beim ersten Versuch sogar noch. Geil. Das Ding würde ich gerne selber bauen. Da hinten ist eine Kiste. Die wollen wir haben. Wenn die mir jetzt sagen, ich soll da hinspringen, wo ich eventuell ins Wasser fallen könnte. Und los. Ah, geschafft. Wir nehmen erstmal eh alles mit. Was haben wir jetzt alles im Inventar? Okay, ist doch nicht so voll, wie ich gedacht hätte. Hier hinter ist auch irgendwie nichts. Hier haben wir wieder einen Notizblock. Kuko. We've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Reactor at Celine might be the only chance we have against this endless ocean. You know it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Celine. I hope you finish the reactor. For all of us. Okay, also Celine ist doch ein Ort. So, jetzt haben wir es ja auch noch hier hoch geschafft. Und hier ist jemand. Metalla. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Anyway, nice round. Ach, neuer spielbarer Charakter, Tala. Achso, ich dachte, die wäre jetzt ein Teil der Crew geworden. Okay. Und Recycler aufnehmen. Du kannst jetzt erforschen, Recycler und Hinweis aufnehmen. Neue Notiz hinzugefügt. So, dann schauen wir mal. Hier. Wasagatan. Leute? Fragezeichen. Und hier haben wir... Okay. Radio Tower haben wir durch. Also Wasagatan wahrscheinlich als nächstes. Müssen wir so machen? Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch einmal schnell runter zum Boot. Und los. Oh, geil. Das haben wir überlebt. Und da kommt schon der Boris. Ja, war klar, dass er jetzt zubeißt.
Und ja, haben wir geschafft. Nice. Jo, den haben wir geschafft. Und ich glaube, wir haben hier jetzt alles gefunden, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Werden wir noch ein bisschen hier weiter ausbauen und so weiter. Ich fand es jetzt schade, dass die jetzt kein Charakter ist, die hier so rumläuft. Und wir irgendwie so kommandieren können, ey, mach das, mach das, mach das. Dass die sich jetzt hauptsächlich darauf fokussieren könnte, Planken aufzusammeln oder so. Oder sich hauptsächlich darum fokussiert, so Essen zu organisieren und Wasser aufzubereiten. Aber cool, dass es sowas gibt, dass man hier vielleicht immer wieder einen findet. Dass wir den dann selber auch spielen können. Aber ich verabschiede mich schon mal für diese Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.